Dann erzähl mal, Kollege. Wir haben eine weibliche Leiche, etwa 20 bis 25 Jahre alt. Wir wissen nicht, wer sie ist. Sie hatte keinen Ausweis oder Ähnliches bei sich. Okay. Die Kollegen durchsuchen den Wald, vielleicht finden die ja was. Der Förster hier hat sie vor ca. einer halben Stunde oben auf dem Hochsitz gefunden. Danke. Schönen guten Tag, wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Nasewand, das ist mein Kollege Ritter. Tag. Sie haben die Frau gefunden, ja? Ja, ich dachte, die schläft, aber die ist tot. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Haben Sie vielleicht jemanden gesehen? Nee, Entschuldigung, mir ist schwindelig. Ja, atmen Sie mal kräftig durch, setzen Sie sich irgendwo hin, das wird schon wieder. Boah. Also, Leute, da habt ihr euch einen Tatort ausgesucht. Also auf den Hochsitz, da bringen mich keine 10 Pferde mehr, der ist ja lebensgefährlich. Guten Morgen erstmal, Dr. Alsleben. Ja, was war denn so schlimm da oben? Ja, der ist verdammt hoch und ich glaube, der wackelt auch. Ach, das ist ja schrecklich. Und ich muss durch diese Zeckenwiese laufen, meinst du, das ist schöner? Schlimm. Ja. Naja, jetzt haben wir es ja alle geschafft, ne? Also, ja. Erzähl mal, woran ist sie gestorben? Ja, ich weiß noch nichts. Also, diese ganzen Kratzer sind alle nur oberflächlich. Sie ist definitiv nicht dran gestorben. Mhm. Also ich würde vorschlagen, die Kollegen bringen die erstmal in die Pathologie und dann mache ich da weiter. Okay? Okay, Doc. Auf einem Parkplatz, etwa 900 Meter von hier, steht ein einzelner Wagen. Könnte das interessant sein. Okay. Hast du das Kennzeichen? Ja, klar. Ja, Alex, ich bin's. Du, wir sind am Tatort und brauchen mal einen Halter. Martha-Heinrich Kaufmann 9. Ja, okay, ich warte. Bei der Gelegenheit kannst du direkt einen Bestatter rufen. Sie muss in die Pathologie. Alles klar, mach ich. Michi, pass auf. Halterin ist eine Katrin Hanke, 23 Jahre alt. Sie wohnt mit ihrer Mutter in der Richard-Wagner-Straße 13. Danke dir, bis später, ciao. Schauen wir doch mal. Na, da ist ja schon was. Tja, das ist sie. Eindeutig. Okay. Na ja, komm, dann gucken wir uns mal ihre Karre an. Wo steht der Wagen? Ich zeig's euch. Ach, an irgendwen erinnere mich das Opfer. Ich kann's doch nicht einordnen. Naja, wohl kaum meine Ex, oder? Ist ja egal. Was heißt denn das jetzt? Ja, dass es dich nichts angeht, Kollege. So schlimm, ja? Ganz im Gegenteil. Konzentrier dich einfach mal ein bisschen auf deinen Job. Schau mal einer an. Ein Knöllchen. Tja, jetzt wissen wir zumindest, dass der Wagen seit. Ja, zumindest seit gestern steht. Hier bekommst du einen Strafzettel. Die Stadt muss ja echt pleite sein. Hier in der Stadt musst du für alles zahlen. Die zocken dich sogar ab, wenn du hinten im Taxi nicht angeschnallt bist. Ja, also der Parkplatz wurde wegen der Nähe zum Flughafen von einigen Urlaubern als Dauerparkplatz benutzt. Seitdem darf man hier nur noch 4 Stunden parken, also. Wieder was gelernt. Ja, siehst du mal. Schauen wir doch mal. Hat sie ein Handy dabei? Nee, das kannst du nicht. Was macht ihr denn hier? Na ja, arbeiten, was denn sonst? Und du? Ich habe mal die Spuren des Opfers zurückverfolgt. Aber scheinbar war die wohl schneller. Hast du noch Spuren einer weiteren Person gefunden? Nee. Ist doch komisch, oder? Ich meine, das Opfer hatte überall Schnittwunden. An den Armen, an den Beinen, im Gesicht. Das heißt, die muss durch Unterholz geflüchtet sein. Und du hast wirklich keine anderen Spuren gefunden? Nein, nicht wirklich. Nur ein paar Spuren von Tieren vielleicht, aber hier im Wald ist nicht ungewöhnlich. Du musst doch vor irgendjemandem geflohen sein, Michael. Er hatte doch eine Unterwäsche unter dem Mantel an. Vielleicht hatte sie ja hier ein Date und es ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Aber dann hätte man doch Spuren einer weiteren Person finden müssen. Jungs, den Wagen, den müsst ihr mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Ja? Schlüssel lege ich rein. Und Robert, besorg du mal bitte die Handynummer des Opfers. Ich muss wissen, mit wem sie zuletzt telefoniert hat. Ach, und bei der Gelegenheit, ich brauche auch noch die Nummer von einer Carmen Zuckschwert. Hat das mit dem Fall zu tun? Nicht so direkt. Ist das jetzt privat oder beruflich? Mach's einfach, okay? Ich hingegen werde dafür auch der Mutter die schlechte Nachricht überbringen. Franke, ich habe leider eine schlimme Nachricht für Sie.
Wir haben Ihre Tochter Katrin heute tot im Stadtwald aufgefunden. Ach, das gibt's doch gar nicht. Eine Verwechslung ist ausgeschlossen, leider. Das ist doch Blödsinn. Ich habe erst vor 3 Tagen mit ihr telefoniert. Es geht ihr gut, hat sie gesagt. Ich soll mir keine Sorgen machen. Sie möchte sogar heiraten. Tja, also, Ihre Tochter wohnt gar nicht mehr hier, ja. Sie ist aber noch hier gemeldet. Ich weiß nicht, wo Katrin wohnt. Aber ich weiß, dass sie nicht tot ist. Das spürt man doch als Mutter. Oder? Vielleicht bin ich eher gar keine gute Mutter gewesen. Wir haben uns so gestritten letztes Jahr. Es war so ein böser Streit. Sagen Sie mir, warum es bei dem Streit ging? Katrin war ja schon immer ein bisschen stabil und der Babyspeck ist nie wirklich weggegangen. Und letztes Jahr hat sie jegliche Disziplin verloren. Sie ist immer dicker geworden. Ich konnte das gar nicht mit ansehen. Ich musste einfach mit ihr reden. Katrin ist total ausgerastet. Sie hat einfach ihre Sachen gepackt und ist gegangen. Ja, schlimme Sache, aber wissen Sie vielleicht, wo Ihre Tochter zum Schluss gearbeitet hat? Sie hat nur einen Namen erwähnt von ihrer Chefin. Doris Schäfer. Ich kann mich daran noch erinnern, weil meine beste Freundin auch so heißt. Ich weiß eigentlich gar nichts von meiner Tochter. Aber haben wir uns so gut verstanden, als sie noch klein war. Ich brauche ein aktuelles Foto von Ihrer Tochter. Und Jens. Dankeschön. Ich mach das mal raus, ja? Frau Hanke, bei uns im Hause, da gibt's einen psychologischen Dienst. Also, wenn Sie Hilfe brauchen. Ich krieg das schon hin. Nach meinen Ermittlungen hat sie vor ungefähr einem Jahr sämtliche Kontakte abgebrochen. Zur Familie, zu Freunden. Hi, Doc. Morgen. Ja, und es ist auch noch nicht mal bekannt, wo sie gewohnt hat. Das ist merkwürdig. Also Folgendes zu der Frau. Todeszeitpunkt war gestern zwischen 17 und 19 Uhr. Todesursache schlicht und ergreifend ein Herzinfarkt. Das ist erstmal nicht sonderlich verwunderlich. Sie war starke Raucherin und stark übergewichtig. Also ein natürlicher Tod. Aus medizinischer Sicht ja. Aus kriminalistischer allerdings eher fraglich. Fraglich. Ihr Milchsäurespiegel und ihr Adrenalinspiegel im Blut waren extrem hoch. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie Minuten vor ihrem Tod panisch um ihr Leben gelaufen sein muss. Das ist bei ihrem Fitnesszustand und ihrem Gewicht natürlich keine sonderlich gute Idee gewesen. Direkt. Ja, Michael? Okay. Prima, danke dir. Übrigens, die Frau ist an einem Herzinfarkt gestorben. Ja, finde ich auch. Also, ganz ohne Grund wird sie nicht durch den Wald gerannt sein. Gut, dann bis später. Ciao. Michael hat ihre Chefin ausfindig gemacht. Diese Doris Schäfer. Sie hat eine Agentur hier in der Stadt. Was für eine Agentur? Partnervermittlung. Aber Michael glaubt, dass da irgendwas faul ist. Die beiden sehen sich den Laden mal an. Ach so, warte mal. Ich habe dir die Nummer von dieser Carmen rausgesucht hier. Ah, super, danke. Wer ist denn das eigentlich? Job ist Job, Herzchen. Und es ist mir relativ egal, was du willst. Oder muss ich erst Doris Bescheid sagen? Nee, ist ja schon gut. Also, dann setz dich dahin. Ich rufe dir ein Taxi. Schönen guten Tag. Mein Name ist Nasewand. Das ist mein Kollege Ritter. Sehen Sie denn nicht, dass ich telefoniere? Ja, jetzt nicht mehr. Wir möchten Doris Schäfer sprechen. Tut mir leid, aber die ist beschäftigt. Haben Sie diese Frau ja schon mal gesehen? Nee, noch nie gesehen. Was ist mit Ihnen? Kenne ich nicht, tut mir leid. Okay. Entschuldigung, sehen Sie nicht, dass wir hier arbeiten? Verlassen Sie die Agentur, ansonsten... Rufen Sie die Polizei? Da haben Sie aber Glück, die ist schon da. Und jetzt würden wir ganz gerne mit Ihrer Chefin sprechen. Ja, entschuldigen Sie, Frau Schäfer. Einen kleinen Augenblick mal bitte. Die Herren sind von der Polizei. Mein Name ist Nasewand, mein Kollege Ritter. Wir sind von der Kriminalpolizei. Wir haben Fragen an Sie. Hallo? Sie, einen kleinen Moment bitte, ich melde mich gleich wieder, ja? Danke, auf Wiederhören. Was kann ich für Sie tun, bitte? Kennen Sie diese Frau? Nein, kenne ich nicht. Was ist da denn passiert?
Wie kommen Sie denn darauf, dass hier was passiert ist? Ja, sind Sie von der Polizei oder nicht? Oder suchen Sie bei mir eine nette Partnerin? Vielen Dank. Diese Frau wurde getötet. Und sie soll bei Ihnen gearbeitet haben. Also ich kenne jeden, der bei mir arbeitet. Und die Frau kenne ich nicht. Was treibt Ihre Agentur eigentlich so? Ich meine, Sie sind doch keine reine Partnervermittlung, oder? Wir machen natürlich auch Treue-Tests, andere Tests, ja. Ach so, Sie bringen die Leute erst zusammen und dann wieder auseinander. Das ist ja auch clever. Haben Sie vielleicht noch andere Dienstleistungen, die Sie anbieten? Weil die Bandbreite dazwischen ist ja noch ziemlich groß. Wissen Sie, Ihre Manieren gefallen mir nicht. Sehen Sie, da sind Sie nicht die Erste, die das sagt. Denke ich mir. Dürfte ich mal einen Blick in Ihre Datenbank werfen? Das dürfen Sie natürlich nicht. Diskretion ist bei uns das höchste Gebot, ob es Ihnen passt oder nicht. Das passt uns tatsächlich nicht, aber wir kommen einfach mit einem Durchsuchungsbeschluss wieder. Das können Sie gerne machen, freue ich mich. Ein Satz mit X. Das war nix. Wir können uns sicher sein, dass die Schäfer und ihre Sekretärin, die haben auf jeden Fall was zu verbergen. Eigentlich haben wir keinen Fall, Michael. Also streng genommen ist die Frau eines natürlichen Todes gestorben. Da soll noch mal einer sagen, du hättest in den letzten Jahren bei uns nichts gelernt. Wisst ihr? Aber was ist denn, wenn das Opfer in der Agentur als Treuertesterin gearbeitet hat? Irgendjemand ist auf sie reingefallen und hat sie für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich gemacht. Dann hat er sie auf dem Parkplatz bedroht und vor Angst ist sie in den Wald gelaufen. Ja, ist möglich, aber ihre Mutter hat mir erzählt, dass sie heiraten wollte. Vielleicht hat sie über die Agentur hier jemanden kennengelernt. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, die Agentur ist der Schlüssel zu unserem Fall. Sollen wir einen Durchsuchungsbeschluss beantragen? Bei der Beweislage wird es verdammt schwer, einen zu bekommen. Und außerdem, bis wir hier wieder mit dem Beschluss antanzen, hat die Schäfer alle relevanten Beweise beseitigt. Was ist denn mit ihr? Vielleicht sollten wir sie mal fragen, die hat doch nicht so einen abgezockten Eindruck gemacht. Sollen Sie mit zum K11 nehmen? Versuchen wir es lieber erstmal auf die Nette. Kollege. Entschuldigung, Frau Gebhardt, Heike, aber ich habe jetzt gerade gar keine Zeit. Ich muss ganz dringend nach Hause und mein Taxi, das kommt auch gleich. Ist ja kein Problem. Also, wir können Sie auch mitnehmen. Dann sparen Sie sich das Geld für ein Taxi. Manchmal sind wir wirklich Freunde und Helfer. Ja, egal, wo Sie hin wollen. Wir fahren Sie. Kein Problem. Nach Hause. In die Helmstedter Straße 14. Perfekt. Ja. Machen wir. Kommen Sie. Sagen Sie, was wollten Sie eigentlich da gerade in der Agentur? Nun, ich bin Single und auf der Suche nach einem Partner. Aha. Frau Gebhardt, es ist jetzt nicht direkt verboten, die Polizei anzulügen. Aber es ist auch nicht besonders clever. Es ging doch da um einen Job. Sie hatten doch Streit mit der Sekretärin, oder? Bitte fahren Sie mich jetzt einfach nur nach Hause. Ja, okay. Kommen Sie. Sie können mich hier rauslassen. Die letzten paar Meter, die laufe ich jetzt dann. Okay, kein Problem. Ja. Ja, tschüss, ne? Tschüss da, ne? Die war ja maulfaul. Die war nicht maulfaul, die hatte Angst vor irgendwas. Und dass sie hier wohnt, das kann ihr sonst irgendwem erzählen. Pass auf, Robert, schleich dir doch mal unauffällig hinterher. Ich suche jetzt einen Parkplatz. Gut. Auf jeden Fall. Alles klar, Kam. Mach's gut, ja? Bis dann. Ciao. Wer ist denn jetzt diese Carmen? Kleine Gegenfrage. Wo ist Heike Gebhardt? Die ist da in die 28 rein, aber die wohnt da nicht, die hat geklingelt. Die hat sich die ganze Zeit so umgedreht. Jetzt wollte sie sicher gehen, dass ihr niemand folgt. Ich wusste, die lügt. Ey, das musst du dir angucken. Komm mal her. Guck mal die Schürze von dem Typen. Was ist denn das? Die würde dir auch hervorragend stehen. Ja, ich weiß nicht. Oh, ey, das...
Frauen sowas geil finden? Oh, komm jetzt bitte. Meine Güte. Jetzt füttert er die auch noch. Das ist ein Fehler, Junge. Ein Fehler. Polizei, öffnen Sie. Aber flott. Ja, bitte, was ist denn? Naseband von der Kriminalpolizei, mein Kollege Ritter. Wir müssen mal kurz reinkommen. Frau Gebhardt, ich habe Ihnen doch gesagt, dass es nicht besonders clever ist, die Polizei anzulügen. Und jetzt wissen Sie auch warum. Bitte gehen Sie sich was anziehen, ja? Egal, was Sie von mir wollen, ich habe nichts falsch gemacht. Das ist Ansichtssache. Eigentlich sollten Sie sich auch was anziehen, aber ich finde Ihre Schürze so hübsch. Woher kennen Sie Frau Gebhardt? Wen? Ja, die Frau, die Sie gerade gefüttert haben. Ach, Sie meinen Rosa? Ich meine, das ist doch alles nur ein Spiel, was wir hier machen. Das interessiert mich nicht. Woher kennen Sie die Frau? Bei einer Agentur. Bei Agentur Schäfer, um genau zu sein. Wissen Sie, die haben sich spezialisiert auf Frauen, die gerne essen. Falls Sie verstehen, was ich meine. Nicht so richtig, ne? Na, ich meine dicke Frauen. Schöne Frauen. Frauen, an denen was dran ist. Mit so Hungerhaken brauchen Sie mir gar nicht erst zu kommen. Ja, kennen Sie diese Frau? Haben Sie die vielleicht auch schon mal gefüttert? Leider nein, aber ich kenne das Gesicht. Warten Sie mal, ich habe da vielleicht was. Schauen Sie, das ist sie auf dem Cover. Das ist ein wunderschöner Film. Den müssen Sie sich ansehen. Das lohnt sich, wirklich. Bestimmt. Wo waren Sie gestern zwischen 17 und 19 Uhr? Ich habe gearbeitet. Bin Busfahrer bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben. Warum? Das sind Routinefragen, aber das werden wir natürlich überprüfen. Ja, gut. Frau Gebhardt, Sie müssen uns begleiten. Wir müssen reden. Auf Wiedersehen.